Bei meinem nächsten Gast ist es völlig unmöglich, den anzulügen. Er hat ganz, ganz besondere Fähigkeiten. Ja, er erkennt sofort, ob ihn jemand anlügt. Ich nehme an, er hat sehr, sehr wenig Freunde. Ja. Begrüßen Sie bitte den Gedankenleser Thorsten Hafener. Herr Hafener, bitte schön. So, Herr Hafener, jetzt erstmal Bohle. Sie sind ja zurzeit überall im Fernsehen, gell? Das laufend. Stimmt, ich bin viel unterwegs. Ja. Leider, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe Sie trotzdem eingeladen. Ja, okay. Ja, ich habe immer gern Leute, die nicht so überall. Aber bei Ihnen war das Interesse dann doch sehr viel stärker. So. Herzlich willkommen, Herr Hafener. Danke für die Einladung. Gerne, bitte. Ja, Sie werden ja, Herr Hafener, viele von euch habt ihn sicher schon mal gesehen im Fernsehen. Er macht unglaubliche Sachen. Man glaubt an Zauberei, man glaubt an den Wahnsinn. Es ist so, dass Sie ja wirklich erkennen, Sie können Menschen beobachten und Sie können erkennen, sagen die die Wahrheit oder nicht. Ja, mhm. Und das ist jetzt nicht irgendwas Übersinnliches. Ich habe mich ja damit beschäftigt, sondern Sie beobachten sehr genau viel Psychologie, wegen Intuition, wegen Erfahrung und zack, hat man den Lügenbeutel schon am Hacken. Ne? Oder? Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Also es kommt immer drauf an. Es gibt Situationen, in denen klappt das sehr gut. Ja. Es gibt welche, in denen klappt das nicht so gut. Und es klappt auch nicht immer. Ja. Jetzt ist das ja eine sehr gefragte Fähigkeit, die Sie haben. Ich nehme an, dass da doch Polizeigeheimdienste müssen Ihnen doch auch Mordsangebote machen. So Taliban-technisch oder so. Ne? Ja. Die also, nicht, aber schauen Sie, der BND... Gibt es da Interesse beim Geheimdienst? Also der BND zieht jetzt extra von Pullach nach Berlin. Ich weiß nicht, ob ich da was mit zu tun habe. Bisher kam vom Geheimdienst noch gar nichts. Es kamen tatsächlich schon Angebote von der Kripo, wo ja. Die Leute hatten, wo sie gesagt haben, wir kommen mit denen nicht weiter, komm doch mal vorbei und guck dir das an. Mhm. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich mich ja auch irren kann. Und stellen Sie sich mal vor, ich irre mich bei so einem wichtigen Thema. Die Verantwortung, die wollte ja. Ich da nicht tragen. Also es bleibt eine Restunsicherheit, bleibt dann wie bei einem Lügendetektor. Ne? Ist auch ein Scheißwort in Franken. Ne? Sie sagen, 90% dessen, was Sie beobachten, ist Körper, 10% ist Sprache. Aber Sie können an die Füße, an die Hände, an die Schultern, können Sie ganz viel erkennen. Ja? Hauptsächlich im Gesicht. Im Gesicht, ja. Also da spielt sich unheimlich viel ab, was wir wenig kontrollieren können. Wie finden Sie mich? Großartig. Bin ich Lügenmaul? Warum habe ich gezögert, als ich gefragt worden bin, ob ich schon mal bestochen worden bin? Haben Sie es gesehen, hinten drin? Ja, ich habe es gesehen, ja. Und ich habe gezögert, das stimmt, weil ich nachgedacht habe. Ja. Habe ich gelogen? Nein, Sie haben nicht gelogen, Sie haben nach oben geschaut. Das heißt, Sie haben ein Bild abgerufen. Das heißt, Sie haben bildliche Erinnerungen. Ja. Sie haben also nicht überlegt, hat mir schon mal einmal was gesagt am Telefon, sondern Sie haben überlegt, stand mir schon mal jemand gegenüber und hat mir das Angebot gemacht, hatte ich schon mal irgend sowas in der Hand, da gehen die Augen nach oben. Ja. Dann haben Sie gesagt, nee, die Antwort war richtig. Genau, weil ich habe an den Müll gedacht. Ich habe an den Müll gedacht, der mir manchmal zugeschickt wird. Ja. Hey, stell das doch mal dahin und so. Und das gibt ja dann auch so Gesindel, was an so Zeug schickt. Ne? Jetzt haben wir ja aktuelle Fälle. Sie haben ja gesagt, Sie könnten zum Beispiel nach einem Gespräch mit Jan Ullrich, könnten Sie sagen, mit ziemlicher Sicherheit, ob er gedopt hat oder nicht. Ja? Nee, das könnte ich so nicht, das muss ich richtig stellen. Ja? Ich könnte das, wenn das beim allerersten Mal gesagt wird, okay. Wenn jemand eine Lüge oder auch die Wahrheit, das weiß man dann halt eben nicht, wenn jemand eine Lüge lang einstudiert hat, also Sie kennen vielleicht auch Leute, die erzählen eine Lügengeschichte so lang, bis sie am Schluss selber glauben. Ja. Ja, da kann man nichts mehr erkennen. Ja, und ich habe kürzlich auch einen Test gemacht und da war jemand vorbereitet von einem Schauspieler. Das wusste ich aber nicht. Aha. Ich hatte keine Chance. Aha. Also dann scheitern Sie auch. Aber wenn es ehrlich ist, spontan, Sie müssen jemanden sozusagen, der muss nicht das Gefühl haben, er wird von Ihnen gescannt, ne, sondern es ist so ein harmloses Gespräch und so. Ne? Ja, wobei, Könnten Sie zum Beispiel, wir haben ja eine große Auswahl momentan an Geschichten, wo man fragt, wird da gelogen? Ja? Mhm. Kachelmann, Mixer, zu Gutenberg, Schneiderhahn. Könnten Sie beim Nachrichten gucken, wenn dann der Bischof sich äußert, könnten Sie erkennen, ob er lügt oder ob er nicht lügt? Ja, in vielen Fällen könnte ich das, vorausgesetzt haben Sie? Auch. Haben Sie? Ja, ich habe, aber dann äußere ich mich so ungern. Stellen Sie sich mal vor, ich irre mich bei so einer Person, was dann los ist. Dann verzeiht Ihnen der liebe Gott. Ja. Also. Ja. Nein, verstehe ich. Ja.
Ich hab's mir gedacht, dass Sie niemanden in Verlegenheit bringen wollen. Aber ja, es gibt ja das große historische Ehrenwort in der deutschen Geschichte von Uwe Barschl. Ja. Damals für die jungen Leute war in eine Verleumdungskampagne verwickelt und hat das alles von sich gewiesen. Und hernach lag er tot in einer Genfer Badewanne. Alles ungeklärt. Und er hat damals sein großes Ehrenwort abgegeben. Und das schauen wir uns mal kurz an. Können wir es mal anschauen? Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen. So, da war viel drin für Sie, oder? Ja, da war einiges drin. Also das Erste, was auffällt, ist seine Sprache. Die ist ja völlig unnatürlich. Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal hier so rede zu Ihnen allen und wiederhole noch, ich wiederhole es, ist ja völlig klar, das habe ich einstudiert. Das hat er tausendmal vorher gelesen und hat das sogar noch zusätzlich abgelesen, hat immer wieder runtergeguckt. Das ist so ähnlich wie, wir wollen ein einfacheres, gerechteres Steuersystem in Deutschland. Also ist völlig klar, der hat das einstudiert. Warum sollte er was einstudieren, wenn er frei von der Leber weg redet? Ja. Gut, könnte man jetzt noch sagen, ist eine Pressekonferenz gewesen, das machen da alle so, das mag so sein. Das Zweite ist, ich wiederhole, also er hat das zu stark betont, dass da werde ich dann immer schon ein bisschen misstrauisch. Ja. Und er hat einfach, es war nicht aufrichtig, man kann das erkennen, man kann es sehen. Und er guckt auch direkt danach runter und ist total verzweifelt. Und diese Verzweiflung ist, wenn er nichts hat, dann wüsste ich nicht, warum er derart verzweifelt sein sollte. Also ich finde, das war auch für einen Laien schon erkennbar. Das ist wirklich einfach gewesen. Und wenn man gar nichts, da gar kein Talent hat, dann hat man ja wenigstens Vorurteile, dass man sagt, der lügt. Ne? Ja. Also, das kann ja auch reichen. Jetzt hat sich der Herr Haffener auf ein Experiment mit mir eingelassen, was er noch nie im Fernsehen gemacht hat. Ja. Was ich wirklich ganz großartig finde. Und zwar, ich habe überlegt, wie können wir das mal zeigen mit dem Lüchen. Und jetzt haben wir folgendes Experiment. Und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, es ist nichts abgesprochen. Sie müssen es wiederholen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen meine Ehren. Nein, es ist wirklich also bei meiner Ehre und bei der vom Wickert. Ja. Es ist nichts abgesprochen. Es ist folgendes Experiment, weil Sie ja unglaubliche Fähigkeiten haben. Ich habe ihm gesagt, ich packe drei Gegenstände in mein Täschle, weil ja immer alle wissen wollen, was ist da drin. Und ich nenne drei Gegenstände, so rum was. Und ein Gegenstand davon ist gelogen. Ja. Und er wird dann herausfinden, wie auch immer, ich weiß nicht, wie er es macht, welches der gelogene Gegenstand ist, also der Gegenstand, der sich nicht da drin befindet. Wollen wir? Ich bin offen gestanden selber, also ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt und bin auch selber furchtbar gespannt, ob das jetzt klappt oder nicht. Schließen Sie auf. Okay. Ich habe es jetzt nicht so schwer gemacht, In meinem Täschle befindet sich ein Silberlöffel mit Monogramm. Zweitens. Ein Matchbox-Auto Fiat 1500 aus meiner Kindheit. Drittens ein Tapeziertisch. Nein, das war jetzt zu einfach. Schade, ich hätte es rausgefunden. Also, ich fange nochmal an, weil ich wollte ihn jetzt nicht durcheinander haben. In meinem Täschle befindet sich ein Fiat 1500 Matchbox. Ja? Zweitens, ein Silberlöffel mit Monogramm. Drittens, eine total alte, vertrocknete Ingwerwurzel. So, drei Sachen genannt, zwei sind gelogen. Einer ist gelogen. Eins ist gelogen, zwei sind wahr. Löffel, Fiat und Ingwer, ne? Ja. Okay, sagen Sie mal jedes Mal ja, okay? Das heißt, ich frage Sie, ist das drin? Sie sagen jedes Mal ja. Mhm. Befindet sich da drin wirklich eine Ingwerwurzel? Ja. Mhm. Ist da ein Silberlöffel drinnen? Ja. Sie sehen gut. Sie sehen echt. Ist da ein Fiat 500 drin? 1500, ja. Okay. Den hätte ich jetzt getippt. Also ich... Nochmal? Nee, ich glaube, bei dem Silberlöffel... Es ist nicht mein Ziel, Sie jetzt irgendwie vorzuführen. Nein. Ich fände es viel besser, wenn es klappt. Ja, ich auch. Also, Ihr Tipp? Oder wollen Sie noch mal mich irgendwie befragen? Nee, ich gebe einen Tipp ab. Ja? Ich glaube, beim Silberlöffel haben Sie mich beschissen. Dann öffne ich jetzt das Täschle.
Es befindet sich im Teschli ein Fiat 1500 Matchbox.